Ja, herzlich willkommen bei Wirtschaft verstehen, einfach und klar erklärt. Wir sind hier in Darmstadt beim Immopreneur Immobilienkongress von Thomas Knedel und neben mir ist der Rudi Brauner. Hallo Rudi. Hallo Steffen. Ja, freut mich. Wir hatten schon mal ein Interview geplant, aber der Rudi ist sehr eingespannt und jetzt haben wir es endlich geschafft. Ganz genau. Genau. Und es geht hier um das Thema Zwangsversteigerung. Da bist du Experte und ihr habt, man sieht es im Hintergrund hier, RR Real Estate Group. Ja. Und ja, was macht ihr da so und erzähl uns ein bisschen was über dich. Ja, wir sind professioneller und gewerblicher Aufkäufer von Immobilien aus Zwangsversteigerungen. Mhm. Wir sind eigentlich klassische Händler. Ja, An- und Verkauf. Oder, ne? Ganz genau, ja. Oder im Neudeutsch Flipper. Flipper, ja. Genau. Ja. Und okay. Ja, das haben wir eine Zeit lang von Anfang an für uns gemacht. Das heißt, wir haben selbst die Immobilien erworben. Ja. Aber mit der Zeit haben wir auch eine Dienstleistung entwickelt, bei der dann auch wir das Ganze für Immobilieninvestoren machen. Das heißt, wir kaufen dann für die. In deren Namen. Das ist natürlich interessant, glaube ich, auch mal für die Zuschauer jetzt. Mhm. Wie ist denn das? Also ich persönlich habe jetzt noch nichts aus Zwangsversteigerungen gekauft, weil ich da auch immer so ein bisschen noch vorsichtig bin. Ich kenne mich nicht so aus, ich will nicht die ganze Zeit aufwenden. Und ich glaube, es geht vielen so. Ja. Genau. Und was kannst du denn für uns tun, wenn ich jetzt zu dir gehe und sage, hier, ich würde gern irgendwie was aus einer Zwangsversteigerung natürlich bekommen, weil es günstig ist, vielleicht so ein Schnäppchen. Mhm. Und wie kannst du mir dabei helfen? Indem ich dir die Arbeit abnehme. Ja. Weil, und die Enttäuschungen dir wegnehme. Das ist schon mal gut. Ja, Zwangsversteigerungen sind natürlich in Zeiten, in denen wir heute leben, wo jetzt der Markt heißer wird und die Nachfrage ist gestiegen, die Immobilien sind rar. Auch die Zwangsversteigerungszahlen sind rückläufig. Wir haben innerhalb der letzten 5-6 Jahre ungefähr 20-30% des Marktes verloren, weil die Menschen einfach weniger in Zwangsversteigerungen kommen. Ja. Gerichte sind überfüllt und nur Verrückte unterwegs, die Preise aufrufen, die du nicht bereit bist zu bezahlen. Oder ich kann mir auch vorstellen, angenommen, du gehst viermal hin, hast viermal keinen Erfolg gehabt, dass du dann irgendwann beim fünften Mal über dein Limit gehst, weil du sagst, ich will jetzt mal ein Erfolgserlebnis, ich kaufe jetzt einfach, so nach dem ganz Motto. Genau. Genau. Und da hast du vielleicht auch wieder kein Schnäppchen gemacht, sondern musst sogar noch draufzahlen, wenn es doof läuft. Ganz genau. Ja. Vorausgesetzt, man macht bei jedem Objekt eine vernünftige Kalkulation, Investmentkalkulation. Das heißt, du musst bei Zwangsversteigerungsobjekten darfst du dich nicht auf das Verkehrswertgutachten verlassen. Der Verkehrswert, der da drin bestimmt wurde von einem unabhängigen Gutachter, ist nur eine Schätzung von einem Gutachter, aber dieser Gutachter ist einfach nur ein Mensch. Ja. Der hat einen gewissen Spielraum, der muss gewisse Annahmen treffen, die können richtig und die können falsch sein. Der kann Dinge überschätzen, der kann Dinge unterschätzen. Du kommst nicht drum herum, ganz allgemein, nicht nur im Bereich der Zwangsversteigerungen, sondern wenn du unterwegs bist als Immobilieninvestor, du musst in der Lage sein, Immobilien auch selbst einzuschätzen, einen Marktpreis zu berechnen. Hast du da für uns irgendeine Faustformel, worauf man besonders achten sollte? Bei der Berechnung Miete, Verhältnis zum Kaufpreis oder wie gehst du da vor? Das ist sehr unterschiedlich, weil du kannst ja Immobilien kaufen, die sind dann für den Wiederverkauf bestimmt. Das heißt, da sprichst du entweder den Eigennutzer an und da interessiert wiederum der Faktor nicht. Du kannst aber auch Immobilien an Kapitalanleger bzw. Investoren verkaufen. Dann interessiert da schon eher der Faktor und die Rendite. Dann gibt es wiederum den Professionellen, der dann bis an die 10 oder am besten einen 10er Faktor erreicht. Und dann gibt es vielleicht jemanden, der auch schon mit einem 20er Faktor zufrieden ist, weil er dann 4% Bruttorendite hat, die ja immer noch besser aussieht als 0% bei der Bank. Ja. Das ist unterschiedlich. Da muss man den eigenen Weg schon finden, ein bisschen Marktkenntnis auch aufbauen, auch ein bisschen Know-how aufbauen, Sachverstand aufbauen. Und dann muss man die Objekte selbst berechnen, selbst bewerten, unabhängig vom Verkehrswert. So. Und wie du gerade gesagt hast, nach 3, 4, 5 Mal Zwangsversteigerung ohne Erfolg, entweder gibt man dann auf, entnervt und sagt, das Ganze macht keinen Sinn, oder wie du gesagt hast, man kauft das Objekt dann über seinem Bietlimit. Ja.
Und wenn man noch ein Lead Limit hat, welches auf einer vernünftigen Investmentberechnung basiert, dann macht man doch was falsch, korrekt? Ja? Dann geht man ein erhöhtes Risiko. Es kann gut gehen, aber es kann aber auch eben der erste und der schlechteste Deal sein. Der letzte Deal vielleicht. Ganz genau. Ja, ja, ja. So. Und jetzt, um deine Anfangsfrage zu beantworten, diese Arbeit, die man sich machen muss, um die Objekte aus Zwangsversteigerung und die Enttäuschungen, die man erleben muss, man muss diese Enttäuschungen eigentlich erleben. Man muss einfach 5, 6, 7, 8 Mal an einer Versteigerung teilnehmen, vielleicht auch 14 Mal und nicht zum Zug kommen, um dann immer noch die Power zu haben, um beim 15. Mal bei der 15. Versteigerung zum Kaufen zu kommen. Das nehmen wir den Leuten weg und sagen, okay, wir machen das für euch. Okay. Ja, wir prüfen die Objekte, wir machen eine vernünftige Due Diligence. Natürlich besprechen wir mit dem Kunden sein Bid Limit pro Objekt, aber die ganze Arbeit und vor allem auch die Zwangsversteigerung selbst erledigen wir für den Kunden, heben für ihn die Hand, geben für ihn das Gebot ab, er wird Eigentümer, er macht den guten Deal und wir werden dann im Prinzip für unsere Tätigkeit entsprechend vergütet. Ja. Also ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr interessant. Ich bin auch sehr eingespannt immer und habe nicht so viel Zeit, um jetzt auf 15, sage ich mal, Zwangsversteigerungen zu gehen. Ich fände sowas eine interessante Sache, dass ihr auch wirklich so heißt, okay, das sind Leute, die beschäftigen sich den ganzen Tag damit, die machen das für mich. Ja. Ja, genau. Von daher auf jeden Fall eine interessante Sache. Was jetzt vielleicht auch noch interessant wäre, ihr seid ja wirklich jetzt vom Fach, ne? Du kennst dich aus. Vielleicht kannst du mal noch so zwei Anekdoten erzählen, so Negativerlebnisse, wo du vielleicht mal mitbekommen hast, was tatsächlich auch schiefgehen kann mit einer zwangsersteigerten Wohnung. So nach dem Motto, dass man direkt einen Mieter hat, der dann nur Ärger macht oder dass es auf einmal, wenn man dann die Wohnung sieht, dass man ganz überrascht ist, wie schlecht die ist. Vielleicht habt ihr da irgendwas, kennst du noch so zwei, drei Dinge aus der Vergangenheit? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir haben ja schon einiges bewegt und einiges gedreht, wie man so sagt, als Flipper, Immobilienflipper. Ja. Das sind, ich weiß nicht, kennst du Immobilieninvestoren, die beachtliche Bestände aufgebaut haben? Wenn du die danach fragst, ob sie jemals einen Mietnomaden gehabt haben, die sagen, nö. Trotzdem, es gibt... Ob die mal so die Wahrheit sagen, ja. Es gibt schon, okay, ja. Aber, okay, dann haben sie halt von 40, 50 Einheiten vielleicht mal einen Problemfall gehabt. Ja, ja. Und im ähnlichen Verhältnis ist es bei uns. Also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, wir haben... ein paar Deals, wo wir vielleicht plus minus null rausgegangen sind, vielleicht minimal ein Minusgeschäft gemacht haben. Aber die große Mehrheit unserer Deals sind Deals, bei denen wir Geld verdient haben. Ja. Und das nicht wenig. Okay. Das sind meistens so Schreckensszenarios, die erzählt werden von Leuten, die eben wenig Erfahrung haben. Ja. Aber das heißt nicht, dass es kein Risiko gibt. Ja. Nur das, was wir tun, ist... Ihr filtert das ja raus, ne? Nein, es ist, also es ist nicht so, dass wir... schwarz-weiß selektieren und sagen, okay, hier ist ein Risiko, also da gehen wir nicht dran. Okay. Sondern wir preisen jedes Risiko ein. Ach so. Okay. Das heißt, haben wir vorher keinen Kontakt aufbauen können zu dem Menschen, der drin wohnt, ob jetzt das Mieter ist oder der Schuldner. Wir suchen immer das Gespräch vorher. Aber wenn uns das nicht gelingt, wenn wir uns von diesem Menschen kein Bild vorher machen können, dann ist es ein Risiko, klar. Wir wissen ja nicht, was passiert, wie verhält er sich später. Und dieses Risiko preisen wir ein. Das heißt, wir gehen ein bisschen das mit dem Bid-Limit nach unten. Wenn wir nicht die Möglichkeit haben, uns einen Einblick von dem Objekt von innen zu verschaffen, weil weder zum Beispiel der Gutachter im Objekt war, noch uns ist es gelungen. Wir kommen ja auch selbst nochmal immer zum Objekt. Ja? Wenn da irgendwie das Risiko besteht, dass vieles kaputt ist, dann regulieren wir wieder das Bid-Limit ein bisschen nach unten. Ja. Das heißt, jedes Risiko wird eingepreist. Ja. Und deswegen ist es so, dass wenn es wirklich zu einem Worst Case kommt, wenn dieses das Schreckensszenario eintritt, dann haben wir es vorher einkalkuliert. Ja, das heißt, unsere Marge ist mit drin, aber es ist immer noch in der Kalkulation auch ein Risikoabschlag drin, wo wir sagen, dann, wenn alles schief geht, wenn wir die ganze Bude sanieren müssen, dann haben wir es mit drin. Müssen wir es aber nicht machen, haben wir nicht nur die Marge verdient, die wir von vornherein einkalkuliert haben, sondern wir haben auch noch den Risikoabschlag mit auch noch zusätzlich verdient. Ja. Gibt es denn einfach mal nur so ein Beispiel aus der Praxis, wo du mal miterlebt hast, dass es wirklich schief gegangen ist? Ja, also nicht unbedingt von euren Deals, sondern einfach mal, wo man wirklich mal gehört hat, Mensch, ich habe wirklich da muss man darauf achten. Also, Leute, achtet darauf.
Ja, also ich kann dir nichts erzählen aus unserer eigenen Historie, was jetzt wirklich die Leute total wachrütteln würde, aber ich weiß, was da draußen sonst noch so passiert. Ja, genau, das meine ich. Ja. Und natürlich, ich will das alles nicht runterspielen. Ich sage, man muss schon vom Fach sein. Und wenn man nicht vom Fach ist, dann muss man sich Kooperationspartner holen, man muss Hilfe suchen, man muss sich einen Dienstleister suchen. Hier stehen wir auch natürlich zur Verfügung. Ja. Aber da draußen, also es sind Risiken, man muss sich dessen bewusst sein, ja, und wenn du mich nach einer Sache fragst, die jetzt irgendwie ganz, ganz schlimm geendet hat, ich weiß was von einer Versteigerung, da haben tatsächlich hat eine junge Familie ein Grundstück über eine Zwangsversteigerung erworben, unbebautes Grundstück, hat darauf ein Häuschen gebaut. Und ich glaube, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, nachdem das Haus schon gebaut war, hat dann plötzlich sich der ehemalige Schuldner gemeldet, von dem das Grundstück war, und hat gesagt, hey, stopp, damals, als die Zwangsversteigerung stattgefunden hat, wurde ich nicht darüber informiert. Und er hat sich tatsächlich, es geschafft, dass der Zuschlag wieder aufgehoben wurde. Das heißt, das Grundstück ist wieder an ihn herauszugeben, aber weil das Gebäude schon da drauf steht, ein sehr schönes Einfamilienhaus, muss es abgerissen werden. Ach Gott. Ja? Also das kann passieren und ich sag mal, das ist eine, ich glaube, das ist nur einmal vorgekommen und wird wahrscheinlich nie wieder vorkommen. Da haben die wirklich die unglücklichen Leute echt ins Klo gegriffen. Ja. Aber das kann man auch gar nicht vermeiden, ja? Weil wenn da hat zum Beispiel das Gericht Mist gebaut. Deswegen ist es so, dass man eine gewisse Expertise braucht. Und wir sagen auch immer unseren Kunden, es ist nicht nur die Unterstützung, die wir geben bei der Standortanalyse oder bei der Objektprüfung. Es ist auch nicht die Hilfestellung, die wir dir geben, um das Objekt nochmal unabhängig vom Gutachten einzupreisen, ja, und eine Investmentkalkulation aufzustellen, sondern wenn wir für dich oder mit dir in der Versteigerung sind, beim Gericht, dann beobachten wir auch oder überwachen wir auch die Entscheidungen des Gerichts, so dass keine Entscheidungen getroffen werden, die dich benachteiligen, die zu deinem Gunsten getroffen werden. Das passiert eigentlich tagtäglich. Ja. Erleben wir, wie dann auch zu Unrecht zum Beispiel Gebote zurückgewiesen werden vom Gericht. Mhm. Und jemand, der eigentlich gute Karten gehabt hat, das Objekt zu erwerben, geht dann als Nichtersteher, als Verlierer wieder aus dem Gerichtssaal. Da muss man einfach drauf achten. Und das baust du dir nicht als ein Privatinvestor innerhalb von 2, 3, 4 Versteigerungsterminen aus, sondern da brauchst du eine langjährige Praxis, am besten mit Hunderten oder Tausenden Zwangsversteigerungsterminen. Und das haben wir uns zwangsläufig aufgebaut. Okay, also ich denke, wir haben verstanden, das ist ein ganz spannendes Thema, aber man muss auch viel Zeit investieren oder Expertise haben. Und wer da Interesse hat, natürlich der Link direkt zu euch unterm Video. Ja, und abschließend wäre vielleicht nochmal interessant, du bist ja auch ein Privatmensch. Hast du auch Immobilien in deinem Privatbestand? Und wenn ja, wie sieht da deine... Nein, im Privatbestand nicht. Ja. Wir decken alles über Unternehmensstrukturen ab und haben eine kleine Unternehmensgruppe, eine Holding und verbundene Unternehmen. Mhm. Eigene Objekte, ne? Ganz genau. Also wir kaufen hauptsächlich zum Flippen unsere Immobilien. Und das genügt eigentlich. Du hast immer als Immobilienhändler hast du immer die Versuchung, du kannst dir überlegen, entweder deswegen frage ich, ne? Ganz genau. Ja. Du hast ja natürlich einen gewissen Vermögenszuwachs auch bei Bayern Holz. Der geht ja über Jahre. Ja. Aber teilweise kannst du den gleichen Gewinn innerhalb von einer kurzen Zeit machen durch den Wiederverkauf der Immobilie. Fix und Flip. Ganz genau. Vor allem, wenn du eben sehr günstig eingekauft hast. Ja. Auch ohne Fix. Nur Flip. Ganz genau. Teilweise verkaufen wir unsere Objekte innerhalb von 1 oder 2 Monaten. Ja. Wenn du die 100.000 Euro oder 50.000 Euro Gewinn innerhalb von 1, 2 Monaten machen kannst, dann stellst du dir schon die Frage, warum soll ich es jetzt unbedingt länger halten? Alles hat Vor- und Nachteile. Jeder braucht einfach eine Strategie, hinter der er steht. Ja. Und wir haben unsere. Ja, genau. Also ich denke, das ist eine interessante Sache. Und ihr habt ja auch einen eigenen Stand hier. Also es ist schon eine größere Geschichte, ne? Wie gesagt, hier Rudolf Brauner. Und ja, ne? Abschließende Worte noch. Augen auf, ja. Der Immobilienmarkt ist nicht nur
also einfach strukturiert, wo du jetzt nur eine Einkaufsquelle hast, den Immobilien-Scout oder irgendein anderes Internetportal oder nur den Makler oder nur das Netzwerk, sondern wenn du wirklich deinen Bestand aufbauen möchtest, und obwohl ich selbst Flipper bin, kann ich sehr gut die Strategie hinter Buy and Hold verstehen. Ich stehe tausendprozentig dahinter. Ich verstehe die Menschen, die Immobilien kaufen, um sie zu vermieten. Ja. Und darauf ist ja auch unsere Dienstleistung ausgelegt, euch da zu unterstützen. Und Zwangsversteigerungen ist eben nur eine Einkaufsmöglichkeit von sehr vielen. Mhm. Und vor allem in den Märkten, die dann eben sehr heiß werden oder die sehr eng werden, wo die Nachfrage höher ist als das Angebot, muss man einfach schauen, okay, was kann ich noch außerhalb von Immobilien-Scout machen? Was kann ich außerhalb von meinem Makler oder von meinen Maklern machen? Was kann ich außerhalb noch von meinem Netzwerk machen, und Zwangsversteigerung ist eine Einkaufsquelle von vielen. Ja, sehe ich auch so. Genau. Und ja, wie gesagt, ja, bei weiteren Infos gerne direkt ihn wenden. Ne? Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, und ja. Vielen Dank. Danke, Steffen. Ciao. Ja. Danke.